Moin moin, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Icarus. Ja, hier, Startbildschirm mit meinem Charakter wieder. Wir haben ja die Mission ja beendet. Und mir ist noch was eingefallen. Hier in der Werkstatt. Und zwar hier unten habe ich ja gesehen, Lagerfeuer. Das brennt unter allen Bedingungen. Also es hat sogar so einen Schutz oben drauf. Ne? Ist nicht schlecht. Und hier haben wir noch einen Hochofen, ein vorgefertigter Hochofen für all deine grundlegenden Bedürfnisse zu schmelzen. Das hört sich auch nicht schlecht an. Da nochmal eine Truhe. Habe ich bis jetzt zwar noch nicht wirklich gebraucht, aber ich würde jetzt einfach, das kostet mich zwar 250, weil die Kometenkohle muss ich zuerst machen. Das würde ich jetzt aber erforschen. Und beim nächsten Mal kann ich nämlich dann das Lagerfeuer erforschen. Ne? Und dementsprechend, ja, kaufen brauche ich das noch nicht. Aber würde ich mir kaufen, wenn ich den dann freischalte, ne? Dann kann ich da nämlich gleich schon ein bisschen Kohle reinpacken. Schauen wir mal. Bin noch nicht sicher, aber das wird schon. Also, neues Schiffgebiet, Olympus. Sind wir noch lange nicht durch, ne? Noch lange nicht durch. Noch lange nicht durch. Ich bedenke, guck dir mal, was da ist, noch das Dessert. Denn, Alter, hier noch und dann hier noch lang und da noch lang und. Boah. Ich schwöre euch, das wird noch eine Menge Spaß hier geben. Aber jetzt muss ich mir erstmal da aussuchen. Also Wiederkehr, Bioforschung. Was haben wir denn da? Finde wertvolle Bioproben. Könnte, ja, ist ein Totenkopf. Das ist wahrscheinlich auch eine schnelle Mission. Massivmetall. Beschaffe Materialien für die orbitale Entwicklung. 350 Rewards. Das ist auch nicht schlecht, ne? Aber auch nur in 6 Stunden. Also, Hier haben wir zerbrochene Pfeile, Suche und Bergung verlorener Terraforming-Technologie. Ja. Schwere Vorräte. Würde mich jetzt mal interessieren, das sind 3 Totenköpfe. Aber in 6 Stunden. ACS might have all the tech in the world. But they need someone who knows Icarus. You're opening up Icarus. Aufgelistete Ressourcen in Frachtkapseln. Machen wir, ne? Yeah. Ja. The future's coming. Komm, das beanspruche ich. Where it's all gone, who can say? I guess that's up to you. Da gehen wir rein. Hört sich nicht so schwer an. Sind zwar 3 Totenköpfe. Mal gucken. Also, ich bin jetzt da mal gespannt, warum der 3 Totenköpfe hat. Ja. Alpha, Beta, Gamma. Ui, 3 Orte. Aha, also 6 Stunden mit 3 Orte. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit, ne? Da ist einer, da ist einer. Ganz oben muss einer. The ACS might be loud, weird and paranoid, but they got the tech and the cash to do whatever they want. Der ist weit weg. All you gotta do now is get that stuff back to orbit. Oh Gott. They've dropped units at points marked on your map. Should be easy enough, if this weren't Icarus. Da muss ich jetzt auch erstmal gucken, mit welchem fange ich denn jetzt am besten an. So, Spitzhacke, Axt, das Anlegen, okay, alles klar. Ja, dann, warte mal, für meinen Bogen brauche ich kurz nochmal Stöcker. Ja, mit welchem fange ich an? 6 Stunden. Das ist natürlich... Wow. Ja. Ich werde natürlich nicht überall
was Riesiges aufbauen können, ne? Aber das sind, die sind so verstreut. Das ist heftig. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, ne? Weil die wirklich weit verstreut sind. Hier auch nochmal. Boah. Ich würde ja am liebsten den da oben erstmal nehmen, ne? Anstatt den da unten. Aber ich glaube, ich nehme jetzt erstmal den da unten, um überhaupt erstmal kennenzulernen, was ich hier jetzt eigentlich zu tun habe, genau, ne? Also was heißt, ne? Was heißt genau zu tun? Ich muss halt Materialien beschaffen. Das 6 Stunden. Das sind aber eine knifflige Aufgabe werden. Oh, warte mal, trinken. So, dann habe ich das gleich mal eingefüllt. Super, duper, passt doch wunderbar. Achso, machen wir gleich mal wieder hier ein paar Fälle. Komm mal her, Wolf. Hi. Brauch sowieso wieder ein paar Fälle von dir. Mein Schlafsack. Geht's wieder ins Eingemachte, ne? Komm, ich mach mal nur 5 Stück. Hier. Mal 5 Stück. Zack. Wunderbar. Na, da bin ich mal gespannt. Ich kann ja auch gucken, dass ich meine Werkbänke etc. pipapo. Ne, jetzt krieg ich nicht alles mal hin und her geschleppt, ne? Das kriege ich nicht alles hin und her geschleppt. Aber hier Oxid gleich mal aufsammeln. Ja, ja, ja. Na, da bin ich jetzt gespannt. Wenn ich Schwefel finde, gleich Schwefel, da hinten, da ist Schwefel. Guck mal, da können wir dann gleich mal Schwefel mit einpacken. Das bisschen Oxid noch mit reinpacken. Schwefel gleich. So, also ich muss das denn da, das Zeug, in die Frachtkapseln packen. So, ich habe noch gar keine Pfeile gemacht. Haha. Ja, ich wollte schon Pfeile machen. Na, fehlen mir Knochen. Ja, ich muss noch ein bisschen. Warte mal, ist da noch irgendwo ein Wölfchen? Aber das heißt denn da oben im Norden ein weiteres Gebiet, ne? Was ich da erkunde und erforsche. Da bin ich dann aber auch. Oh, da, oh, das wird wieder. Das wird geil. Das wird geil. So, Wölfchen, wo seid ihr? Wenn man euch braucht, seid ihr nicht da, ne? Ihr seid immer nicht da, wenn man euch braucht. Ich wollte noch einen Schlafsack von euch. Ich will jetzt keine Steinpfeile machen, wisst ihr, dass. Anfangszeug, das muss man jetzt nicht unbedingt jedes Mal machen. So, ich glaube, ich bin auch gleich da.
Das ist auch so ein bisschen komisch, wenn ich die Map zu weit nach draußen ziehe, dann fängt es bei mir an zu lecken. Ist das bei euch auch so? Also hier, ich kann es mal zeigen. Guck mal hier. Da im Hintergrund sieht man jetzt die Bäume. Das ist total am Lecken. Und das hat man natürlich jetzt wahrscheinlich auch im Video gemerkt, weil meine Drops FPS ganz tierisch gedroppt sind. Es würde mich mal interessieren, ob das bei euch auch so ist. Hey Wölfchen, brauch dich mal. Alpha, Beta, Gamma, drei Orte. Na, dann wird hier aber auch nur was daher geklatscht, ne? Nochmal ein Wölfchen. Oh, da ist noch ein Wölfchen. Nehmen wir den gleich mit. Dann habe ich auf jeden Fall das Bett. Unsicher. Jo, hab ich. Sauber. So, Knochenpfeile. Jetzt machen wir mal ein paar Knochenpfeile. Gell? Habe ich aber noch einiges zum Laufen hier. Ah, da im Schneebiom muss ich dann auch wieder gucken, wie ich das am besten gestalte. Na, Häschen, machst du einen Wettlauf mit mir? War nett von dir, ne? So, Wettfischen. Zack. Da ist noch ein Wolf. Wölfchen, komm her. Oh, guck. Ich hab dich schneller gewittert als du mich. Also die Wölfchen sind nicht die schnellsten. Aber dafür eine gute Quelle für Nahrung am Anfang. So. Und weiter geht's. Mittlerweile liebe ich die Wölfchen. Am Anfang habe ich sie gehasst. Jetzt liebe ich die Wölfchen. Achso, hallo. Wo bist denn du her? Bin ich da hinten übersehen und du bist hinterher gelaufen? Das ist aber nett von dir. Ja. Bin ich hier richtig? Laufe ich hier richtig? Ich muss richtig laufen. Da oben ist noch der rote Kreis in der Mitte. Das passt also alles noch. Okay, hier muss ich aber auch den Zacken zulegen, ne? Also 6 Stunden. Boah. Ah, ich bin da. Okay. All you gotta do now is get that stuff back to orbit. 300 Eisenbarren. 300 Eisenbarren. Okay, das ist jetzt aber okay. Also 300 Eisenbarren. Das ist okay? Oh, ich weiß auch nicht. 300 Eisenbarren. Also, gut Jungs, Mädels, anfangen. Holzkloppen. Holzkloppen wie ein Irrer. Da, komm, Baby, jetzt gibt's dir wieder Turbo. Die Turbo-Bombe wieder unsere Hütte. Also Eisen muss ich hier beschaffen.
Das heißt dann bis zum Schmelzofen auf jeden Fall. Machen wir mal erstmal 3x3. Sind dann wieder 9. Ich habe 12 von denen. Dann hätten wir noch 3, 6, 12. Okay, machen wir das so. Warte mal, der Verband erstmal da drüben hin. Dann haben wir hier das. So, komm, zack, zack. Überhaupt kein Problem. Haben wir da 1000 Holzgebäudeteile? Das ist ja mal... billig, gell? So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall nochmal 9 Bodenplatten. Oh, ja, ja. Dann nehmen wir nochmal ein bisschen Holz hier. Na komm, zack. Ja, das war perfekt. So, 9. Nochmal von denen. Aha. Hab ich die Tür da rein. So, zack. Okay, zack, zack, zack. Ja, mittlerweile hat man hier echt Routine drin, ne? So. Dann haben wir auch gleich die Tür. Mache ich mir noch eine Rampe, genau. So. Zack. So, die Werkbank brauche ich kurz. Ach nee, halt, warte mal. Erstmal das Bett hinstellen. So, Scheinungspunkt setzen. Brauche ich nochmal geschwind Stein da hinten. Habe ich auch gleich nochmal ein bisschen mehr. Am besten jetzt so mit einem Schlag den ganzen Knoten hier abbauen. Was ist das denn jetzt? Orientierungslos? Wie geht der Sauerstoff aus? Ah. Ja, warte. Scheiße, warte. Pump dich mal kurz. Mach dich mal geschwind voll. Sauerstoff niedrig. Ja, ja, ich hab da schon Oxid mit reingepackt. Warte, warte. Geht ja gleich los hier. So, okay. Herstellung, Werkbank. Perfekt. Stelle ich den geschwind her. Und habe ich, ja guck mal, Fleisch habe ich schon genug. Mehr als genug Fleisch. Da, 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 da.
Deposit, Regenauffangbecken. Ah, dafür reicht's nicht mehr. Jetzt machen wir erstmal diese zwei schnell. Muss ich aber da nochmal das Oxid rausnehmen. So. Genau, Oxid. Das stelle ich mal hier neben das Bett. Schwefel habe ich. Oxid habe ich. Mach dich mal voll. So, das Regenauffangbecken. Das kommt nach hier draußen. Und dann wollte ich noch mal gucken. Hier Trockengestell. Habe ich ja auch den Tipp bekommen, kann ich auch nach draußen stellen. Das mache ich dann auch direkt. Guck mal, das stelle ich dann mal hier hin. Dann kann das nämlich trocknen. Und jetzt brauche ich einfach nur noch mal 120 Steine. So, baue ich den doch noch mal ab. Hey, 100 Eisenbahnen. Das ist nicht schlecht. Da muss ich ein kleines bisschen auf Zack sein hier. Okay, das war's, glaube ich. Ja. Das war's, glaube ich. Alles klar. Bauen wir uns nochmal wieder eine Feuerstelle hin. Und wir da auch nochmal das Essen. Wunderbar. Was fehlt da? Holz. So, ein bisschen Holz habe ich. So, aktivieren. Aktiviere Leitkräfte. Okay, muss ich erstmal ordentlich Sauerstoff tanken. So, und jetzt wird's hier Stück für Stück. Stück für Stück mal aufgebaut. Und das muss ich höchstwahrscheinlich an drei Plätzen machen. Ne? So, was fehlt mir denn für den Schmelzofen? Da fehlt mir nochmal Stein. Ja, das ist aber auch kein so ein großes Problem. Haben wir auch zufällig Silizium hier irgendwo? Ah, ich muss jetzt auch erstmal gleich eine Höhle finden hier. Bevor mir die Steinhacke hier nämlich kaputt geht. Diese Hacke hier würde ich gerne damit noch Eisen abbauen. Gut, das wäre, glaube ich, das Notwendigste. Oh, ein Stein, echt jetzt? Wegen einem Stein? Lol. Ja, manchmal ist er echt ein Lol, ne? Wie geil ist das denn, Alter? So, Textilienbank? Nein, die kann ich jetzt nicht bauen. Das ist aber so kein Problem. So, Eisenbarren. Das heißt, dann mache ich hier die Schmiede. Okay. Dann muss ich jetzt Eisen sammeln, um den Amboss zu machen, ne? Jetzt lass mich mal da noch ein bisschen Feuer reinsetzen. Ja, das ist gut. Das kann ich wieder ein bisschen konsumieren. Hier mal den Rest rein. So, perfekt getrocknet. Muss ich nur mal gucken.
wo hier in der Umgebung überall Höhlen sind. Jetzt brauche ich ja Eisen. Also ich bin so weit, dass ich Eisen farmen kann. Ging jetzt schnell, ne? Ja, das ging jetzt wirklich schnell. Okay, warte mal. Ich war zwar in der Gegend schon mal, aber ich weiß nicht mehr genau, wo die Höhlen waren. Das muss ich jetzt alles abklappern. Eisenbahn. Theoretisch bräuchte ich nicht mal einen Amboss. Aber ich will mir eine Spitzhacke machen, eine Eisenspitzhacke zumindest, ne? Okay. Ich muss schon sagen, so ohne Höhlenscanner finde ich mal, aber das ist schon wieder so eine ein armes Ländchen hier. Okay, da muss ich wohl noch ordentlich suchen. Ich werde da schon meine Höhlen finden. Aber ich werde an der Stelle jetzt hier erstmal Schluss machen für heute. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit der Eisenjagd. Ne? Bis dann. Tschüss.